Luca, meine lieben Freunde. Ich darf euch heute recht herzlich willkommen heißen zum zweiten Teil von Wer lügt besser? Ja. Als allererstes, Luca, habe ich einen Haarreifen hier. Zieh mal an dem. Habe ich. Ja, bisschen doller. Okay, fletsch ihn mal gegen den Tisch. Das ist kein Haarreifen. Hä? Das ist kein Haarreifen. Doch. Das ist irgend so ein Ding. One point for me, zero for you. Die irgendwie Bubble sich installiert oder so? Willst du ein Surfbrett schon rauspacken? Mein erstes Produkt ist ein Surfbrett. Sorry, two points for me, zero for you. Ja, sag doch. Denkst du, es ist ein Surfbrett? Es ist kein Surfbrett, es ist... Bruder, es ist ein... Das hängt man sich an die Wand, Digga. So ein halbes Surfbrett, Alter. Richtig. So, Luca, bist schon am Zittern, hä? Ja, mega. Und zwar habe ich hier einen Anti-Stress-Roller. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Tja. Ist das dieses Ding, was man sich über die Haut rollt? Ja. Okay. Roll mal über den Boden. Nein. Sandra. Doch. Ich habe hier als nächstes Produkt eine Zunge. Fletsch mal die Zunge. Kannst du mal dran ziehen? Mach ich. Nein, richtig. Ich kenne die Zunge. Hä? Ich ziehe da gerade komplett dran. Hami kann es bezeugen. Ich glaube dir... Ja. Zeig mir die Zunge. Four points for me! Laser Loser. Okay, Luca, bist du schon nervös? Ich habe hier eine Sonnenbrille in der Hand. Klapp die mal auf. Klapp sie mal wieder zu. Hab ich. Setz sie dir mal auf. Okay. Ja? Und sag mal in die Kamera irgendwas Cooles. Irgendwas Cooles. Ja, du hast eine Sonnenbrille. Nein. Nein? Four points for you! So, Sandra, ich habe hier als nächstes ein Furzkissen. Ja, drück mal dagegen. Ja, ist ja ausgeschaltet. Ein Furzkissen kann nicht ausgeschaltet sein. Doch, das ist ausgeschaltet. Ja, dann blas es mal auf. Ja, also ich muss es anmachen. Ja. Ist an. Nein, das furzt. Bring es zum Furzen. Ich glaube... Ich schwöre, ich habe kein Furzkissen. Hä? Ich schwöre, ich habe kein Furzkissen. Okay, Luca, ich habe in der Hand eine Fake-Wimper. Nein. Auf gar keinen Doch. Fall, du trinkst... Luca, wenn ich Club oder Date habe, Bruder, dann werden die so aufgeklebt, Bruder, sich aus wie mit Madonna. 6 Pounds for me! Wo wir allerdings gerade schon beim Thema Pounds sind, meine lieben Freunde. Pounds ist ja die Währung aus... England. Richtig. Ich habe hier einen Dollarschein. Hat zwar nichts mit England zu tun, aber trotzdem eine andere Währung. Kannst du es mal so schön flattern lassen? Das wäre ein bisschen zu viel, das hört sich an wie ein Blatt. Zerknüll's mal. Es ist Geld. Zerknüll es trotzdem mal. Ich glaube, es ist kein Dollar-Ding, sondern, also ich kann... Genau. Was steht da drauf? Ein Dollar. Ja, welche Figur ist da drauf? So eine Pyramide. Und irgend so ein Washington ist hier drauf. Mhm. Welche Farbe hat Dollarschein? Grün, grau, weiß. Glaube ich dir irgendwie nicht. Glaubst du nicht? Ich weiß es noch nicht. Sag! Ich glaube dir. Ich habe hier eine Socke.
Was ist drauf auf der Socke? Die ist einfach schwarz. Eine schwarze Socke. Mhm. Krempel die mal um. Hab ich. Steck sie dir mal in den Mund. Hab ich. Boah. Ja, nee. Du willst niemals eine Socke im Mund. Doch. I do everything for so bad. Warum stehst du mal auf, als hätten wir hier Stress, Alter? Ja. Ich hab hier eine Waffe. Ja, drück mal die Waffe. Ich glaube nämlich, dass es ein Nerf Gun ist. Wie soll ich denn drücken? So, laden. Ist gemacht. Ich glaube, das ist ein Nerf Gun, kann das sein? Ist eine echte Waffe. Nein, das ist ein Nerf Gun. Es ist eine echte Waffe. Nein, das ist eine Stell mir doch Fragen, ich kann dir beweisen, dass es eine echte Waffe ist. Nein, gib mir das, das ist eine Nerf Gun. Ich kann beweisen, dass es eine echte Nein, Waffe ist. Nein, ich will, dass du mir die Nerf Gun jetzt gibst. Next round. Ich habe hier eine Gesichtsmaske. Sag mal, warum lädst du eigentlich die Idee? Warum redest du die ganze Zeit Englisch? Weiß ich nicht. Ich habe eine Gesichtsmaske hier. Okay, pack aus. Hab ich. Packst du dir ins Gesicht? Ja, warte, das dauert ein bisschen. Hä? Ja, hab ich jetzt. Ja, okay, hast du. Safe. Nee. Okay, Sandra, mein letztes Produkt. Ich habe hier ein Laserschwert. Mach mal das Laserschwert an. Ist das von Star Wars? Was? Sandra stinkt. Sandra stinkt. Ja, es ist ein Laserschwert. Du hattest das schon mal im YouTube-Video. Mein letztes Produkt ist eine Wimpernzange. Das sind auch so schwierige Sachen. Mach mal so die Zange auf und zu. Hä? Mach mal auf und zu. Das sind ja auch so Gummidinger, deswegen hört man nichts. Okay, hau das Ding mal gegen den Tisch. Hauen wir nochmal. Okay, da wir gesagt haben, letzter Punkt entscheidet und man kriegt 20 Punkte, sage ich nein, du hast keine Wimpernzange. Nein, nein. Ich spul ganzes Video zurück, wie ich das zu Beginn gesagt habe. Wir sagen übrigens, der letzte Punkt entscheidet. Guck, ich hab's gesagt. Ich hab's eingeblendet. Ich hab gewonnen. Wir haben es gesagt. Was? Gesagt. Okay, wenn das ist so ein Schnittfehler. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch unter dem Video da. Was ist das schon, Mensch?